Keine Ahnung, er wollte nicht. Er ist ja komplett durchgepackt. Ja, er ist voll sauer hier. Da gibt er der Action, der Penner, Alter. Ne? Das sind drei Leute, ja? Geil, ne? Alter, guck mal, hier steht kein Mensch. Ja. Warte mal. Achso, es hat nur eine Schlange auf. Ja, und ich blockiere gleich die Schlange. Mit der Vollmacht, bla bla bla. Jetzt ist der Penner vor mir da. Weißt du was, meine super, Alter. Die gebe ich so oder so auf der Autobahn. Findest du nicht? Oh, ist auch ein Türke mit türkischen Kennzeichen, Schatz. Ja. Der war wohl in Bulgarien. Der war richtig auf aggressiv hier, Alter. Aber ich gebe dir Kollege gleich unterwegs, ne? Gut, dass wir hier im Mutterland sind. Ja, egal. Wir gucken mal jetzt weiter. Ja, geil, ja. Ja, mal gucken, was uns noch erwartet. Wir mussten jetzt diese Vollmachtgeschichte da machen, bla bla. Der Typ hat eben, also als bei Ausreise, ja, hat er ja nur gefragt und dann haben wir den Zettel hochgehalten. Ja. Ja, Freunde, wir melden uns nach der Grenze. Mal gucken, was passiert. Wieso? Er sagt, denkst du, mein Vater war keine 5 Monate in der Türkei, also in Deutschland, weil er nur ganz kurze Zeit ist. Er muss herkommen mit seiner Rentengeschichte und direkt dann, wir dürfen das Auto nicht einführen. Dein Ernst jetzt? Ja, wir dürfen das Auto nicht einführen. Er ist entweder zurück, Auto bleibt stehen hier sonst. Ja, am Arsch, Alter. Hey. Ja, Türkei verweigert die Einreise. Nicht von mir, sondern von dem scheiß Auto verweigern sie die Einreise. Ja, liebe Freunde, ja, wir haben uns wirklich informiert gehabt. Wir haben gesagt, du hier eine Vollmacht, babab, bip, bip, babab, alles ist gut. Jetzt bin ich hier vorne an der Behörde. Die sagen zu mir, du, pass mal auf, dein Vater ist seit 3,5 Monaten in Deutschland. Ist zu kurz. Er muss Minimum 5 Monate in Deutschland sein, laut Gesetz. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder das Auto selber einführen. Oder er muss das Auto persönlich einführen. Weißt du, genau, was ich meine? So. Das Ding ist, ich habe gesagt, ja egal, dann fahre ich, mache meinen Urlaub, komme wieder zurück mit dem Auto. Nein, ich darf das Auto auch mit der Vollmacht noch nicht mehr in die Türkei reinführen. Ich stehe hier mit meinem Neffen hier, genau hier in der Mitte. Kein Taxi, kein gar nichts, Alter. Weißt du, was ich meine? Wirklich, oder nicht? Naja, das Riesenproblem ist ja, wie kriegen wir die Kinder weg jetzt? Ja, okay, ne, wir müssen jetzt mal irgendwie im Bus gucken, wenn hier ein Bus fährt, den voll labern, die kriegen wir weg. Aber was machen wir denn, Alter? Das ist so, ich habe denen gesagt, ey, wir zahlen eine Kaution oder irgendwie Ausweis da lassen, weil ich kann doch nicht jetzt hier, Alter, das Auto hier stehen lassen einfach, oder? Nein. Ist schon bescheuert, oder nicht, ja, ne? Auf jeden also ich Fall. Weiß wirklich nicht, Freunde, wirklich Arschikus. Also wir sind wirklich ein bisschen, ja, was soll ich sagen, ne? Ist schon, Alter, wir sind gefahren, 200.000 Kilometer, ne? Ja. Verstehst du, was ich meine? Und es ist so kompliziert. Ich habe dem Mann gesagt, gib mir eine Möglichkeit. Er sagt, es gibt keine. Ich habe gesagt, egal, Pass, Geld, Pfand. Er sagt, nein, es gibt keine Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit ist, Auto hier stehen lassen. Ich kann zu Fuß rüber, mir einen Leihwagen nehmen. Aber den Leihwagen kriege ich in Edirne, 20, 30 Kilometer weiter. Ob ich jetzt um diese Uhrzeit in Edirne einen Leihwagen kriege, ist auch mal jetzt in den Himmel geschrieben, oder nicht? Ne? Ist auch so eine Sache. Zweitens, Auto ist beladen hier mit Sachen. Ja. Die kann ich jetzt hier irgendwie stehen lassen, obwohl, was soll hier eigentlich kann hier auch nichts passieren. Naja, also, passieren kann nichts. Aber wenn jetzt da einer anhält am Auto, das Ding aufbricht, weiß ich jetzt auch nicht, muss ja auch nicht sein. Ja, okay, wenn du es da vorne hinstellst, natürlich nicht. Ne? Ja, ich weiß nicht, Freunde, keine Ahnung. Keine Ahnung, Alter. Wir machen jetzt, also, wir gehen fertig. Jetzt erstmal den Bus voll labern. Ja, wir sind wirklich fertig mit der Welt, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Kinder da rüberbringen. Ich habe schon gesagt, ab nach Griechenland oder was, Alter. Ein paar Tage zur Ruhe kommen nach dem ganzen Stress. Bin auch müde, ne? Sind ganze Nacht durchgefahren, ja, und was. Auch kaputt. Ja, aber Schatz. Und wir haben uns ja vorher informiert mit allem. Weißt du, was ich meine? Aber Schatz, es wäre kein MTKs Roadtrip, wenn nichts passiert, ja, Alter. Genau so sieht es aus. Wenn nichts passiert, ja, wäre es kein MTKs Roadtrip. Ich weiß es wirklich nicht, ja. Oder wir müssen mal hier mit einem reden, der irgendwie auch nach Istanbul fährt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dann lieber mit dem Bus, Alter, ja, statt hier mit irgendwelchen fremden Leuten, ey. Was kann auch mit der Dose hier oder Arbeiter, ja? Herr Busch. Hey, lass uns mal vorne hingehen bei dem Busterminal. Busschalter, ja. Busschalter, wenn ein Bus kommt, ja, dass wir da irgendwas organisieren, ja, oder? Weil das geht so nicht, Alter, keine, ja, Ahnung. Also wir sind ein bisschen, also meine Meinung ist, wir gucken, dass wir die Kinder nach Istanbul schicken. Genau, und fahren zurück. Ja, fahren zurück und nimm den Alten mit selber hierher. Weißt du, was ich meine? Weil dann muss er da durch. Also die Fahrt war ja super, hast du ja gesehen, ne? Also 22 Stunden waren wir hier mit dem Ding. Ja. Oder? War wirklich kein Thema. Ja. Und ja, dann muss der Alte mitkommen, wenn er sein Auto liebt. Oder? Wenn er jetzt so viel Bock auf sein Auto, ja, hat. Ja, oder wir warten in
Ja, aber das, Freunde, ich habe keine Zeit. Ich kann da nicht jetzt irgendwo hingehen, einfach eine Woche da in Istanbul irgendwo rumsitzen und auf irgendwas warten. Das Blöde ist aber, ich möchte dieses Auto auch nicht hier stehen lassen, weil die auch gesagt haben, keine Ahnung, wenn das Auto hier steht, garantieren sie nichts. Kein Plan, wirklich nicht. Ne? Also Freunde, keine Ahnung, es ist wirklich schwer. Ich muss jetzt eine Lösung finden, wie wir die wegkriegen. Das Blöde ist, Istanbul sind von hier 280 Kilometer, ich kann ein Taxi nehmen. Keine Ahnung, was der Taxifahrer mir gibt. Der gibt dir garantiert. Ja, und das ohne Gummi, wie du sagen würdest. Ja, aber was sollen wir machen? Hey. Naja, wir fragen mal sonst den Bus. Ansonsten fahren wir und die Kinder müssen mit dem Flieger von irgendwo hier. Aber kostet auch ein paar hundert Euro. Oder meinst du, Flieger kosten Zehner? Ist doch die gleiche Scheiße. Dann gebe ich doch lieber ein Taxi jetzt 200 Euro, bevor ich da irgendwo hinfliege, mir ein Hotelzimmer nehme für Fiat, da rumliegen, die nächste zum Flughafen fahre, da hunderte Tickets zahle, da zahle ich doch noch mehr, tu ich, Alter. Also schlau ist auch deine Rechnung ganz blöd. Tut mir leid, muss ich jetzt auch mal raushauen. Ja, aber vielleicht kostet ein Ticket 60, 70 Euro, ja, weißt du doch nicht. Und Hotelzimmer, wo bleiben wir denn, wenn der Flieger nächsten Nachmittag, wollen wir im Auto sitzen liegen oder was, Alter? Bin ich hier der Assi oder was? Ey, ich bin doch hier MT-Cars, Alter. Ich schlafe doch nicht im Auto. Nee. Jetzt, wir suchen jetzt mal das Hotel. Blöde ist ja auch, wenn er sagt, es gibt keine Möglichkeit, dann gibt es auch keine Möglichkeit. Nein, er hat gesagt, keine Chance, nur Rückfahrt. Wir versuchen jetzt einen Bus zu organisieren. Hey. So, die Kinder werden jetzt mit dem Bus nach Istanbul gefahren. Ja, Freunde, Alter, jetzt habe ich einen Bus organisiert, der kommt, keine Ahnung, aus Rumänien oder sowas, ne? Aber der fährt nach Istanbul. Hab den Typen hier erwischt, voll gelabert. Ich habe gesagt, komm, Digga, Alter, nimm die beiden mal mit. Er sagt, ein 20, ich habe ihn jetzt, pro Person 20 wollte er haben. Er hat gesagt, jetzt 20, 10er Trinkgeld gegeben. Er sagt, nee, ich bring die da vor die Tür, wo die wohnen und sowas. Ja, alles gut, ja. Ne? Ey, tschüss, Kinder. Nein, sind wir am Arsch. Und für uns geht's in diese Richtung weiter. Alter, die Richtung ist vorbei, ja. Ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, Freunde, ich habe mich wirklich informiert. Das Blöde ist, es gibt wohl ein Gesetz, dass der Alte 5 Monate in Deutschland leben muss. Oder selber das Auto einführen. Oder er muss selber das Ding einführen. Genau. Wirklich. Wenn er jetzt hier wäre, wären wir drin. Aber ihr wisst, mein Vater ist ein bisschen krank. Also krank in dem Sinne, er macht den Dialysepatient, mein Vater. Ne? Genau. Weißt du ja, ne? Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, muss doch nicht sein. Er hat Dialyse und dann muss er dahin. Und da habe ich mir gedacht, egal, ich fahre die Karre dahin, kein Thema, gib das Ding ab, mach das Ding fertig, mach unsere Geschichte fertig. Aber macht dann nachher schon so einen Flug gehabt zum Weggehen, ne? Ja. Also 2 Tage habe ich verschenkt, 1000 Euro Sprit verschenkt. Scheißegal, Baba, ey, sei dir gegönnt. Ja, wir machen uns jetzt wieder leider irgendwie auf den Rückweg. Ich sag mal bei dem Beamten Bescheid. Die sollen uns wieder nach Bulgarien lassen. Ja. Und dann, die haben gesagt, hier links, wenn wir hier raus sind, gibt es ganz schöne Hotels. Deswegen sage ich ja, wir brauchen ja hier eins in der Nähe, wir schaffen das ja. Ja, weil das bringt nichts, wenn wir, weißt du, was ich meine jetzt, es ist zu hart, oder? Ja. Wir können jetzt nicht hier, was soll ich sagen, ne? Alter, ich kann 100 Kilometer fahren, du kannst noch 100 Kilometer fahren. Ja, ich kann schon 200, 300 Kilometer fahren, aber wo landen wir denn da? Sofia? Aber Sofia, eigentlich Sofia ist gut, ne? Ja. Oder nicht? Also, was, ist noch mit, was ist mit Varna? Ja, aber was soll ich im Varna? Also ich Varna oder was? Ja! Nein, Alter, ich weiß nicht, wie weit Varna ist, Alter. Ja, deswegen, ich habe auch kein Internet. Deswegen, wenn wir drüben sind, gucken wir mal, wie weit Varna ist. Also, war auch nicht weit. Ja, deswegen, weil er hat zu mir gesagt. Idee. Ich muss erstmal dahin und Bescheid sagen, dass wir irgendwie hier, wie wir hier rauskommen, ne? Jo, ich warte im Auto. Ja, liebe Freunde, ich glaube, Alter, ich fahre hier rückwärts wieder in die Gegenfahrbahn. Ey, wo lang? Ne? Wo lang? Ja, wo lang, genau. Nicht in die Türkei, leider, ne? Klar konnte ich in die Türkei gehen, aber ich will die Karre jetzt nicht da stehen lassen und sowas, ja. Also wir haben noch eine Bescheinigung bekommen für einen Austritt, dass ich hier rausfahren darf. Das Allergeilste ist, weil wo sind die Papiere überhaupt jetzt wieder? Ja. Mal her, ich muss sie dir vorzeigen. Das Allergeilste ist ja, der Typ, der mich reingelassen hat, muss mich irgendwie auch rauslassen. Und dann haben die mich gefragt, wer ist denn das? Ich sagte, ja, so ein Kleiner. Dann sagen sie, ja, ich bin auch klein, ich bin auch klein. Ich denke, ach du Kacke, Alter. So, jetzt warte mal, Kamera ein bisschen verstecken, Schatz. Mach mal so runter nur, ja. So, jetzt muss mir hier den Mann das erklären, ne? Warte. Hey. Hier, gib ihm mal diesen Zettel hier, ja? Hey. Achso, hier muss ich gar nichts machen. Okay, hier da vorne muss ich machen, ne? Hey. Ja, die wissen schon Bescheid. Er winkt schon zu. Ja, ja, die wissen schon Bescheid, ja? Ja. Soll ich kommen? Ich mach mal Kamera aus. Merhaba, geri çıkış yapmak istiyorum.
Tamam, teşekkürler. Ach so, da durchs Tor. So. Das Geile ist, stell dir vor, der Beamte hat sich schon Feierabend gehabt. Ja, okay, dann hätten sie ihn auch irgendwie schon gemacht. Also so, jetzt kannst du wieder filmen. Ja, wir sind wieder raus. Yippie! Ja, Holland, das kann auch nur uns passieren, oder? Ja, ich hab doch gesagt, ja, Alter. Achso, da ist wieder der Ausgang. Ah, jetzt, das muss, jetzt musst du es zeigen. Jetzt muss ich den Zettel zeigen. Lass ihn laufen. Ja? Nee, ja, guck. Ja, lass laufen. Mann, nimm mich doch auf. Dreh um zu mir. Ja? Ach, Freunde, keine Ahnung. Die können ja auch nichts dafür, ne? Ja, pack runter, nicht, dass es sieht, ne? Ja, ich mach mal aus. Nein, ne? Ja, da ist doch. Ja, wir sind wieder in Bulgarien, Alter, oder was? Ja. Oh, aber Mann, warte, ich muss Fenster zu machen, die machen uns nass. Ja. Ja. Die wollen noch Geld haben, oder? Ja, da steht 3 Euro, aber die fahren da alle vorbei. Ja, ja. Muss mir dem was geben? Wir können sagen, wir waren eine Stunde in der Türkei. Ich glaube, das war ein bisschen länger. Ja, die Behörden kennen ja auch nichts dafür. Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, Alter. Wir haben uns wirklich überall informiert. Aber mit dieser Monatsgeschichte, Alter, kein Plan, oder? Nee, das wusste ich jetzt ehrlich gesagt. Wir wussten das wirklich nicht. Und ja, und ich hab auch keine Lust, die Karre jetzt da hinzustellen, eine Woche, 10 Tage, Leihwagen, dann Gammel, wo ist der Content denn dabei, Alter, oder nicht, ne? Steht die Karre, ich hänge in Istanbul, dann gehe ich lieber zurück, opfer diese 2 Tage und die paar Mark. Weißt du, was ich meine, Schatz? Opfer die 2 Tage und die paar Mark. Und ist leider so, oder? Was soll man machen, was meinst du? Ja? Scheiße, wirklich. Ja, ein bisschen, ja, stinkig in dem Sinne, keine Ahnung, ist auch... Ach, Freunde, ich weiß es wirklich nicht, oder? Was ich dazu sagen soll, Schatz. Woher soll man das auch alles wissen? Genau, ne? Was soll ich dazu sagen? Nur Erfahrung. Ich sehe nur Bulgarien hier. Ja. Republik Bulgaria. Ich weiß auch nicht, Freunde. Ist schon nervig, Alter. Bin auch schon müde. So viele Kilometer abgerissen mit der Karre, ne? Alter, keine Ahnung, ja. Ne? Oder? Ja. Scheiße. Aber wir können jetzt auch nicht ewig fahren. Ich habe auch keinen Bock. Ne? Wir gucken uns mal ein Hotel irgendwo schlafen. Ne? Und dann fahren nächstes Tag mal locker entspannt. Freuen sich die Leute, dass wir wiederkommen, oder? Alter, ich habe extra nichts gegessen, ne? Weil ich gesagt habe, geil, wir wollen schön in die Türkei, Schatz, reinfahren und im ersten Laden was essen. Du hast zumindest noch was gegessen. Ich habe seit gefühlten... Ja, von der Kotzattacke hast du auch schon ewig nicht gegessen. Ja. Ja, aber nach Hause fahren schaffe ich leider nicht, ne? Nein, das schaffen wir nicht. Ja, Freunde, was soll's, Alter? Ja, es ist wirklich... Oh mein Gott, Alter, ja, was für eine Geschichte wieder, oder? Das kann nur uns passieren, oder? Ja. Also Sulayol ist für uns immer mit Abenteuer, was wir schon alles erlebt haben. Und das ist jetzt wirklich die Krönung von dem Abenteuer. Ne? Ich wollte nur meinem Papa einen Gefallen tun, Alter. Ja. Nicht mehr, nicht weniger, oder? Ja. Lass uns doch rein, Alter. Dann wären wir jetzt da in Istanbul, hätten jetzt schon was gegessen, hätten wir jetzt schon geschlafen. Wir hätten wahrscheinlich schon geschlafen. So eine Scheiße. Und ich bin müde, ja, wirklich, ja. Egal, wir fahren jetzt hier durch und schauen mal, was abgeht, oder? Ja, Freunde, von dem einen Ort bin ich nicht reingekommen. Hat mein Schwager gesagt, Alter, geh doch um die Ecke, da ist noch eine Grenze, probier mal da. Ich denke, okay, alles klar, Alter, probier ich mal da. Bin hingefahren, aber die Karte war schon in den Computer registriert. Hat er gesagt, nee, das geht nicht, du musst auf den Haupttor. Ich dachte, vielleicht kann ich in den zweiten reinfahren, so tun, als ob ich einen Urlaub mache. Mein Vater, wenn er landet, wieder rausfahren und von Haupttor wieder reinfahren. Naja, probieren kann man ja, ne? Hat auch nicht geklappt. Ja, es ist nur ein bisschen ärgerlich, Freunde, weil 2.500 Kilometer gefahren ist auch nicht wenig Geld. Ne? Hier muss man überlegen, auch schon 3 Tankfüllungen, 3.5 Tankfüllungen weggehauen. Ne? Das Ding schluckt ja kein Wasser. Ja, ja, okay, die Tage opfern, mein Gott. Ja, was soll man sagen, Schatz, ne? Und also, die ganzen Spendengelder. Aber naja, es ist ja nicht aus der Welt. Nein, wir wollen auf jeden Fall, mein Vater musste auf jeden Fall, er hat kein Auto, er hat sein eigenes Auto verkauft. Ne? Wenn ich dieses Auto ihn da nicht runterbringe, habe ich bei ihm verschissen. Ja. Freunde, ihr kennt meinen Vater nicht. Der ist wirklich, der merkt sich was und dann bin ich am Arsch. Dann zählen die Taten von früher. Zählen nicht, ne, Schatz? Also du meinst, du musst 10 gute Taten tun, um ein schlechtes aufzubleiben. Ja, so ungefähr, ne? Eins muss ich mal erzählen, irgendwann mal, wann war, ach scheiße, also wir sind hier irgendwie in der Scheine Ahnung. Also Freunde, nochmal kurz zur Erläuterung. Wir haben jetzt hier von der Grenze sind wir rausgefahren, 60 Kilometer. Aber ich habe seit gestern 2 Stunden geschlafen. Tu hat auch wenig geschlafen. Und das ich geht vielleicht nicht. Eine halbe Stunde Ja, du hast schon gut geschlafen nebenbei, egal. Nein. Aber das Problem ist, ich kann jetzt nicht, Alter, 2.500 Kilometer nach Hause fahren, Alter. Es ist auch, man muss auch ein bisschen auf die Sicherheit achten. Ich habe auch keinen Bock. Und ich habe auch keinen Bock, im Auto zu sitzen und zu schlafen. Wir haben ein schönes Hotel gefunden hier.
Was heißt schön, ne? Ein sauberes Hotel. Wir gehen jetzt schon hin, checken da ein. Schön duschen, ausschlafen, schön nächsten Morgen aufstehen und dann nochmal die 2000 Kilometer an die Backe nehmen. Ja, aber jetzt stell dir vor, ich fahre jetzt los, Schatz. Ja. Nein, ist klar. Scheiß auf die 80, 100 Euro. Das Problem ist, Sicherheit geht vor. Ich habe keine Lust, da mit den letzten den Kräften da hinzufahren. Dann ist man auch in Deutschland kaputt tagelang. Ja. Das nimmt man auch ein, denke ich mal, mit. Zeig mal her, da sind wir eigentlich gleich da. Ja, 3 Kilometer haben wir noch. Nein, 1,6 Kilometer. Ja, aber in 3 Minuten sollen wir da sein, ne? Ich weiß noch nicht mal, was für eine Stadt hier wir sind, ne? Keine Ahnung, irgendwo in Bulgarien. Irgendwo in Bulgarien sind wir, Freunde. Ich will das sind in Bulgarien gestrandet. Ja, gestrandet in Bulgarien, jawohl, ne? Genau. Ja, Freunde, kein Plan, Alter. Es ist wirklich echt eine Geschichte. Keine Ahnung. Schreibt ihr mal, wie hättet ihr reagiert? Was hättet ihr gemacht? Das Blöde war, das Auto da zu parken. Am Park zu mir gesagt, Alter, du weißt nicht, was mit dem Auto passiert. Das ist kein bewachter Parkplatz. Ja. Da kann jeder rangehen, machen, tun, was sie wollen. Deswegen ist schon blöd, Alter. Ich komme nach 7, 8 Tagen, die Karre ist da verschwunden oder zerlegt. Also konnten wir auch nicht machen. Ich denke mal, das ist die beste Entscheidung. Mein Gott, Alter, 2 Tage Ausflug, 1000 Euro weg. Ach, kein egal. Plan, Alter. Ja, was soll man machen? Für die Familie gibt man alles, Freunde. Ja, sag aber Bescheid. Wie gesagt, ein MTKs Roadtrip muss ja irgendwie. Das stimmt, Alter, wirklich, Alter. Ihr wisst, diese Silayolo Roadtrips haben mir schon so viel gegeben. Obwohl, okay, mit Dings war es okay, ne? Also jetzt hier mit Alko und Bobek sind wir ja super durchgefahren mit dem 7er. Ja, mit dem 7er? Naja, aber. Ja, wie gesagt, alte Freunde, es ist immer was passiert irgendwie und. Aber auch eine schöne Stadt hier, ne? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir wissen, ich habe zu Tui gesagt, such mal ein Hotel, ja, wo denn? Keine Ahnung, google mal irgendwas oder sowas, ich weißt du? Irgendwas in der Nähe. Ja, irgendwas in der Nähe oder sowas. Es ist wirklich eine große Stadt, aber ich habe auch keine Lust, hier Sightseeing zu machen, ehrlich gesagt. Ne? Ich bin froh, gleich einmal eine Runde zu duschen, ab ins Bett, richtig mal ein bisschen ausschlafen und dann gucken wir mal einfach. Weil, wie gesagt, am 18. würde ich dann vielleicht den Papa mitnehmen, ist so, fahre ich nochmal hier runter, Alter. Kack, ey, ist rot oder was? Nee. Man, ja, ist rot. Achso, oh. Abbiege ist rot. Aber geradeaus ist auch rot, ja, Schatz. Das ist ein Schrott hier, Alter. Ist doch rot gewesen. Ach du Kacke. Entschuldigung, Freunde, Entschuldigung, Alter. Hey, hoffentlich kriegt er keinen Ärger jetzt. Aber was ist das für eine geile Altstadt hier? Ey, was hat denn das Hotel gekostet? Das ist ja schon eine Nobelgegend hier. Nicht, dass wir uns hier, Alter, hier abziehen. Sieht geil aus, der ja Ort. Das war hier auch gleich irgendwo. Und das Allergeilste war, ich fahre aus der Grenze raus. Fahr um die Ecke, zeigt unser Navi Griechenland. Dass wir in Griechenland sind, ne? Also die Handys. Nach 300 Metern Just befindet sich das Ziel, ja, auf der und rechten Seite. Und das Allergeilste ist, an der Seite stand ein Polizeiauto. Polizeiauto? Deutsch. Deutsch. Ja. Steht Polizei, saßen 2 Typen drin. In so einem Industriegebiet. Ich denke, was macht dann Polizeiauto in Bulgarien, Griechenland? Ja. Kein Plan. So, wo soll das Hotel sein? Oh, da sind wir doch hier, oder? Ist es das? Jo, Double Checker, zeig mal her. Kann man hier was bleiben? Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Jawohl, Double Tree Hilton. Aber Freunde, nur bei Hilton. Also, so viel Kohle hat MTKs auch nicht, dass sie hier auf Hilton Hotel mal übernachten. Aber Hilton ist Hilton, ne? So, wir parken hier, checken mal ein und dann nehmen wir euch mal eine Roomtour mit, ne? Bye, bye. Was wir hier rein. Aber eine schöne Garage, ne? Oh, so, wo parken wir das Monster hin? Naja. Da, wo ist der, Eingang? Eingang. Hotel, ja. Da? Ne? Steht da? Keine Ahnung. Da an der Tür hätte es lesen sollen. Ja, stimmt. Ja, komm, wir gucken mal am Parkplatz. So. Da ist hier ist doch genug Parkplatz. Aber ich will so einen großen am Behindertenparkplatz. Nein. Die haben aber auch nicht, eigentlich haben die alle gut geparkt hier, ne? So, hier parken wir hier. Aber wo ist der Eingang? Ah, hier. Das ist doch der Eingang. Zeig mal. Da. Oder nicht? Ja. Ja, Bar oben, ja, bla. Ja, da ist der, ja, Eingang. Ja. Ja. Da ist doch hier Hotel-Eingang. Ja. So, jetzt wollen wir hier parken, Schatz, und dann gucken wir mal, oder? Jo. Oh, die sieht schick hier unten. Ja. Ja. Sah auch draußen schon nicht so. Komm hier rein hier mit dem Monster, Alter. Ich bin so müde. Oh. Sonst parkt da. Alles leer. Nee, ist aber hier, ach, wieder das sind alles Behinderte. Aber ist auch leer hier, ne? Ah, hier ist alles leer. Guck mal, guck mal. Hier, komm.
Bis gleich oben im Zimmer. Jawohl. So, MTKs mal anders. Roomtour. Roomtour, MTKs. Ich zeige euch mal das Zimmer. Ups, das war's. Ja? Ist doch egal, ist fürs Schlafen. Nee, ist okay. Aber gut. Ist doch schön. Ist das gut? Mal gucken, was hier gibt. Ja, geiler Ausblick. Ja, cool. Du siehst gar nichts wahrscheinlich. Nein, sehe nicht. Aber ist doch schön, oder nicht? Ja? Wichtig ist ein Bett und das Badezimmer. Ist doch gut. Schön. Aber hast du den Teppich mal aufgedrückt hier? Unglaublich. Hey, was für fetten Teppich die haben. Ich habe das eben im Flur gemerkt. Geh mal einfach mal drauf. Es ist so richtig fett. Richtig dick. Keine Ahnung, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Hey, Freunde, bei mir. Im Dicker erstmal mit dir zu schlafen. Ich kann nicht. Jalla. Tschüss. Good night.